Camping-Saison hat so richtig schon gefangen, gerade den verlängerten Pechtwegen, die war weil auch ideal für, dass du das Camping-Touristen, die dax 20 Jahren drei Klienten hier am Land sind, hier freitag so richtig genießen konnten. Den Pierre Weimerskirch war so ob Döversauer besichern. Ein kleiner Frischung könnt bei dieser Hütz genau richtig. Ob einem Camping am Heuster Grund an der Gegend vom Stausee verbringen den Moment eng 200 Leute hier Vakanzenzeit, für und allem Familie mit Kanner. Über den Pechtwegand waren ein Jahr Touristen am Grand Duché NRW. Immer noch genießen da ganz viele warme Temperaturen. Die Interesse bei den Leuten sind ganz unterschiedlich. Gefaulenzt, geangelt, in der Sonne gesessen, ein Bierchen getrunken. Bei diesem Herr aus Deutschland haben an enger Woche bis nun nicht mehr zwei Fische angepasst. Die kleinen Aventurien, die sich am Wasser ob sich noch Schätze gemacht haben, hatten da mehr Chance. Ich habe schöne Steine gesammelt. Ein paar orange Steine und verschiedene Steine noch. Für und allem holländische und deutsche Touristen zieht es all Jahr an das Gegend. Erstens mal ist das nicht so weit von Deutschland weg. Wir haben die zwei große Hunde. Die Fahrt ist nicht so lange. Das Land gefällt uns, die Leute. Ja, und hier die Region. Wunderschön. An den letzten Jahren sind dann noch immer mehr Belsch auf Lützeburg gekommen, für hier Vakanz zu verbringen. Das Familie aus Louvain hat bei einem Apéro die letzte Vakanzstunde verbrucht. Sind dann mehr als 30 Jahre kommt das Frau aus der Belsch regelmäßig nicht zurück. On a fêté l'anniversaire de ma petite fille. Et avec tous les voisins, c'est derrière, qui sont là depuis des années aussi. Alors vraiment, nous sommes une bande des amis ensemble. Auch die Kanner haben Freundschaften geschlossen auf flotte Momente mit der Nähe verbrüscht. Ja, mit Tobi und so zu tauchen und Sachen zu suchen, Steine zu machen und Boot zu fahren und ja, auf den Spielplatz zu gehen und mit anderen Kindern zu spielen. Und dann sind wir Boot gefahren, dann ist unser Boot kaputt gegangen. Dann sind wir mit unseren Hunden ins Wasser gegangen, sind spazieren gegangen. Beim Paddeln am Wasser haben Kanner sich auf alle Fall gut amüsiert.